So Leute, willkommen zu diesem neuen Video. Heute geht es mal um die Sneaker, die ich 2019 auf jeden Fall in meinen Besitz bringen möchte, sag ich mal. Das Jahr hat ja jetzt neu angefangen. Nochmal ein frohes neues Jahr an euch an dieser Stelle. Ich habe mich ja seitdem nicht mehr gemeldet. Wie dem auch sei, man hat ja immer so ein bisschen seine eigenen Jahresvorsätze, die man dann versucht, so gut es geht, einzuhalten. Und ich habe das heute einfach mal auf Sneaker bezogen und zeige euch heute eben die Sneaker, die ich 2019 einfach haben muss. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Los geht's. Bevor ich jetzt aber mit dem ersten Sneaker anfange, noch eine Sache, die vom Fashion Adventskalender übrig geblieben ist. Und zwar ist es das Piece, was ich hier in den Händen halte. Das kam verzögert an, deswegen könnt ihr das heute noch gewinnen. Und bleibt wie gesagt bis zum Ende dran, falls ihr das Ganze gewinnen möchtet. Nichtsdestotrotz würde ich jetzt sagen, wir fangen jetzt einfach an mit dem ersten Schuh, den ich auf jeden Fall dieses Jahr haben möchte. Und zwar wären das die Fear of God Vans. Ich finde diesen Schuh mittlerweile einfach ultra krass. Ganz ehrlich, ich habe mit Vans eigentlich nicht so die besten Erfahrungen gemacht. Mir persönlich haben sie meistens entweder nicht gestanden oder irgendwie hat mir bei dem Schuh einfach irgendwas nicht gefallen. Aber die Fear of God Vans sind, finde ich, so vom Colorway echt mit die krassesten Sneaker, die man sich meiner Meinung nach momentan kaufen kann. Ich finde, die älteren Vans, die damals rausgekommen sind, ich weiß jetzt nicht, ob die einen bestimmten Namen haben. Ich blende sie euch hier natürlich ein. Ehrlich gesagt, ein bisschen besser als die ganzen neuen Modelle, aber auch die neuen sind teilweise sehr schön. Ich habe mir auch überlegt, ganz alternativ einfach den Vans Checkerboard zu kaufen. Ich hoffe, der heißt so. Aber ich finde, nichts übertrifft den Fear of God Van. Van? Ist die Einzahl von Vans Van. Aber grundsätzlich will ich eigentlich alles daran tun, dass ich 2019 die alten Fear of God Vans besitze, weil ich die einfach ultra krass finde. Dann kommen wir auch schon zu Schuh Nummer 2 und das wären die Balenciaga Speed Trainer in schwarz-weiß. Ich muss ganz ehrlich sagen, es ist ein Schuh, wo ich mir lange unsicher war. Anfangs fand ich den ultra komisch, dann hat er mir doch gefallen, dann fand ich ihn wieder irgendwie eigenartig und jetzt bin ich wieder Fan von dem Schuh. Deswegen weiß ich auch nicht, ob ich mir den jetzt tatsächlich irgendwann kaufen werde. Aber ich finde diese Grundästhetik eigentlich gar nicht so schlecht, auch wenn viele sagen, der sieht grundsätzlich aus wie ein Socken. Kann ich natürlich auch nachvollziehen irgendwo. Aber man kann den schon cool kombinieren, finde ich. Deswegen Balenciaga Speed Trainer auf jeden Fall einer der Vorsätze, den ich mir jetzt für 2019 auf jeden Fall genommen habe. Aber ob der eingehalten werden kann, also ob ich mir den Schuh kaufe, steht natürlich auch noch in den Sternen. Der dritte Sneaker-Vorsatz, den ich mir für dieses Jahr genommen habe, wäre ein ganzes Sneaker-Modell, also eine Gruppe von mehreren Sneakern und zwar von Jordan 1ern, weil ich persönlich momentan zumindest keinen einzigen Jordan besitze, was ich irgendwie schade finde und deswegen dachte ich mir, dass ich 2019 auf jeden Fall auch mal den ein oder anderen freshen Jordan mir zulegen kann. Unter anderem bin ich Fan vom Shattered Backboard oder auch den Shattered Backboard Reversed, heißt der glaube ich, aber auch die ganzen Off-White Jordans finde ich ultra krass, also da gefällt mir wirklich jeder einzelne von den drei. Ich glaube, ich würde noch eher zum ganz weißen tendieren, natürlich auch, weil der OG Colorway extrem überteuert ist, aber das sind so meine Vorsätze in Sachen Jordans, weil ich auch mal wieder Lust auf ein paar Nike-Sneaker habe und gerade auch die Nike Off-White Jordans sind natürlich umso attraktiver. Der vierte Platz geht auch an einen Sneaker, der ein bisschen unscheinbar für mich persönlich war. Und zwar ist die Rede vom Nike Air Max Sean Wotherspoon. Ganz ehrlich, der ist nicht unscheinbar, aber ich persönlich fand den nicht wirklich krass. Hab auch nie wirklich ein Auge auf den geworfen und mittlerweile ist es so, würde ich sagen, von der kompletten Liste, den Schuh, den ich am meisten will. Ich weiß gar nicht wieso, er ist ein bisschen was anderes, er ist cool auf den ersten Blick, aber auch irgendwie abstoßend. Ich weiß nicht, ich finde irgendwie der Schuh hat was insgesamt, deswegen der Schuh, den ich mir wahrscheinlich am zeitnächsten zulegen werde, weil ich ihn einfach ultra schön finde, gerade mit einem ganz einfachen Outfit. Finde ich den einfach krass, ich kann mir das einfach super vorstellen. Nike Air Max Sean Wotherspoon. Auch die Geschichte hinter dem Schuh ist einfach genial. Sehr, sehr cooler Schuh. Falls ihr irgendeinen von den Sneakern in US 11 oder 12 haben solltet, schreibt mir auf Insta, ich kaufe euch das direkt ab. Gar kein Problem, ich bin PayPal ready. Falls ihr die Schuhe zu fairen Preisen loswerden möchtet, die ich euch heute zeige, einfach mal anschreiben. Platz Nummer 5 geht an die Alexander McQueen Sneaker. Mir ist gerade der Name entfallen. Ich weiß auch gar nicht, ob die wirklich einen Namen haben. Falls dem so sein sollte, kenne ich ihn nicht. Ihr wisst alle, welchen Schuh ich meine. Die ganz klassischen Alexander McQueen Plateauschuhe, sage ich mal. Ich persönlich dachte zu Beginn, das sind einfach nur Mädchenschuhe. Und ich finde mittlerweile, wenn man die cool kombiniert und mit einer schönen Anzugshose oder so anzieht, kann sogar ich mir vorstellen, die zu tragen, wobei ich nie so dieser elegante Typ bin. Wobei ich mittlerweile, wie gesagt, auch so ein bisschen den Zugang dazu habe. Und das ist ein Schuh,
den ich mir unter gewissen Bedingungen auf jeden Fall kaufen würde. Ich hatte den auch schon mal an in Dubai damals, fand den sehr schön, wollte aber das Geld dafür nicht ausgeben und habe mir irgendwas anderes gekauft. Wobei ich rückblickend sehr froh bin, dass ich mir den Schuh nicht gekauft habe, weil es damals einfach überhaupt nicht gepasst hätte. Und ich glaube, heute könnte ich mir das wahrscheinlich noch eher vorstellen. Falls ihr jetzt noch Interesse am Gewinnspiel haben solltet, heute gibt es zu gewinnen diese graue Ping-Pong-Brick-Bauchtasche. Ich habe euch vor Weihnachten auch schon mal die olivfarbene verlost. Aber die gibt es jetzt heute, weil die verzögert ankam. Pingpong hat mir die beiden Bauchtaschen zugeschickt. Großes Danke auf jeden Fall dafür. Nur kam die eben ein bisschen später an. Und deswegen könnt ihr die eben heute nachträglich gewinnen. Alles, was ihr dazu tun müsst, ist ganz einfach auf meinen zweiten Channel gehen, den Channel abonnieren und in die Kommentare unter dem neuesten Video dort schreiben, was euer Daily Driver smartphone-technisch ist, weil auf dem zweiten Channel von mir geht es ja hauptsächlich um Technik und Gadgets. Checkt das Ganze einfach aus, da kommt jetzt auch die Tage wieder ein cooles Video online. Wie dem auch sei, wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao.